1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt brutale Frauen. Ich möchte gerne mit euch reden, wie ihr schon Erfahrung habt sammeln müssen mit brutalen Frauen. Sei es die brutale Ehefrau, die brutale Schwester, die brutale Mutter oder vielleicht auch eine Unbekannte, die ihr auf der Straße gesehen habt. Und es gibt ja mittlerweile nicht nur jungen Gangs und auch Frauengangs, Mädchengangs, die auch kräftig zulangen. Habt ihr da vielleicht Erfahrungen gesammelt? Und ich würde gerne auch mit der einen oder anderen Frau reden, die sagt, ja, ich schlage manchmal zu. Ich finde das gut. Oder vielleicht auch mit Frauen, die sagen, ja, ich schlage zu oder habe zugeschlagen und mir tut es sehr leid. Also, wenn ihr mit mir darüber reden wollt, über dieses Thema brutale Frauen, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 220 5050, eine kostenfreie Telefonnummer, oder mailt uns unter domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht ist Dani, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Dani. Hi. Bist du selbst eine brutale Frau? Ich war eine brutale Frau. Erzähl. Ja, ich hatte einen Freund, den ich geschlagen habe. Den du geschlagen hast? Ja, genau, weil er von mir fremdgegangen ist. Mhm. Ja. Ist es einmal passiert oder immer wieder? Es ist öfters passiert, aber das, als er mir fremdgegangen ist, das war das Schlimmste. Ja. Wie lange warst du mit diesem Freund zusammen? Ein halbes Jahr. Ja, jetzt nicht mehr im Moment. Nein, nee. Das ist lange her, jetzt 2 Jahre her. Ach so, da warst du ja noch sehr jung, als das passiert ist, als es vorgefallen ist. Ja, ja. Genau. Wie hast du ihn geschlagen? Was genau hast du gemacht? Es war so, dass ich war am Wochenende bei meinem Freund und da war ein Pärchen da und er ist mit diesem Mädchen fremdgegangen und der Freund von ihm hat mir erzählt dann. Mhm. Das Wochenende später, wo ich dann wieder zu Hause war. Ja. So weit die Vorgeschichte. Wie hast du ihn geschlagen? Ja, ich habe mich auch vorbereitet, wie ich ihn schlage, weil ich sehr wütend war auf ihn. Ja. Ich habe ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Wie hast du das vorbereitet? Also, ich bin hingegangen zu ihm und habe mir also erstmal durch den Kopf gehen lassen, was ich ihm tue, weil ich war wirklich sehr böse. Mhm. Und ich war ja da in der Wohnung. Ich war erst wirklich kurz davor, ihm eine leere Flasche über den Kopf zu ziehen. Mhm. Ja. So, und dann hast du mit der Faust in sein Gesicht geschlagen. Genau. So heftig, dass er verletzt war? Ja, er hat das ganze Gesicht voller Blut gehabt und er hat sich nicht gewehrt. Er hat das ganze Gesicht voller Blut gehabt, hast du aber nun volle Kanne zugeschlagen. Ja, das heißt, das Nasenbein war gebrochen? Das wusste ich nicht in dem Augenblick. Auf jeden Fall hat die Nase angefangen zu bluten. Richtig. Offensichtlich, ja. Er hat sich nicht gewehrt. Nee. Hast du dann nochmal draufgeschlagen? Ja, öfters, auf die gleiche Stelle immer wieder. Immer wieder sogar? Ja. Hat er denn sich nicht gewehrt, also nicht gewehrt, sondern abgewehrt, dass er die Hände vors Gesicht gehalten hat? Er hat mich versucht wegzudrücken, aber hat es nicht geschafft. Ich habe ja auch eine Zeit lang Kampfsport gemacht. Oh ja, dann kannst du natürlich, dann kannst du es. Ja. Ja. Das war das Heftigste, was du gemacht hast, dieses Schlagen nach der Eifersuchtsgeschichte. Genau. Und vorher aber auch schon mal ein bisschen, sagst du. Ja, Ohrfeigen habe ich ihn öfters mal verpasst. Das ist ja auch schon heftig, ne, finde ich. Ja, hat mich auch nicht gut behandelt damals. Hat er dich denn auch vorher geschlagen? Nein, er hat mich noch nie angefasst. Aber er hat dich nicht gut behandelt, sagst du. Ja. Gut, das eine Mal haben wir jetzt erfahren, da ist er fremdgegangen. Was war bei den anderen Malen passiert, dass du ihm eine gelangt hast? Er hat mich lächerlich gemacht vor seinen Freunden. Ist das denn ein Grund, dann so heftig zu reagieren? Ich habe ihm ja gesagt, dass es mir nicht passt. Er hat es aber mit Absicht vor den ganzen Leuten, vor seinen Freunden gemacht. Heißt das, dass du das auch im Nachhinein so gut findest, was du gemacht hast? Ja, finde ich schon. Ah, auch die Geschichte mit dem Bluti, das Gesicht blutig schlagen. Gut, das hat mir auch leid getan am Ende. Hast du dich entschuldigt? Nein, habe ich nicht. Bis heute nicht? Nee, weil er hat sich auch nicht entschuldigt.
ja. dass er mir fremdgegangen ist. Ist denn die ganze Sache dann deshalb auseinandergegangen durch diesen körperlichen Übergriff deinerseits? Ja, genau, das war's. Also du sagst, du bist jetzt 19 Jahre, habe ich gerade gesagt. Du sagst, das habe ich früher so gemacht und letztendlich hatte das alles seine Begründung und ich stehe auch dazu. Ja, ich stehe auch dazu. Das heißt, du würdest das auch jedes Mal wieder machen, wenn man in die Situation käme, wenn du in eine solche Situation kämst. Ich glaube nicht, dass ich meinem Freund dann wieder, dass ich wieder zuschlagen will. Das glaube ich nicht. Ich glaube das schon, so wie du drauf bist. Ich glaube schon. Ich bin auch eifersüchtig. Ich glaube, ich würde eher auf die Frau losgehen. Ach so. Was die ganze Sache nicht besser macht. Ja. Was die ganze Sache noch schlimmer macht, weil die arme Frau kann ja nur gar nichts dafür. Oder weniger dafür als dann dein Freund. Ja. Ich bin so ein bisschen erschüttert darüber, Dani, dass du so ganz cool und locker sagst, ja, okay, ich hau den Leuten einen auf die Birne, wenn mir irgendetwas nicht passt. Ich finde das keine gute Methode der Auseinandersetzung. Oder vielleicht die allerletzte. Eigentlich nicht, nein. Eigentlich überhaupt nie. Findest du nicht, dass man vielleicht eher, dass es auch noch andere Wege gibt, andere Möglichkeiten gibt, sich zu wehren, auch mit Sprache zu wehren, durch Verhalten, als denn gleich so primitiv und brutal draufzuhauen? Ja, das ist richtig. Du willst bestimmt mal Kinder haben, ne? Ja, ich habe einen Sohn. Ach, du hast sogar einen Sohn? Ja. Wie alt ist der? Der ist jetzt 1,5. So, dann ist man ja eigentlich gerade verpflichtet, wenn man Kinder hat, dass man auch sich vorbildlich verhält. Ja, das stimmt, ja. So, ich finde nicht, dass du dich vorbildlich verhältst, wenn du grundsätzlich so einer Meinung bist, dass man in einem Konflikt Leuten auf die Birne schlagen soll. Gut, man soll sich ja im Prinzip irgendwie wehren, wenn man lächerlich gemacht wird oder sowas. Gut, mit. Ja, das hättest du mit Worten wahrscheinlich viel besser gekonnt. Dann hättest du ihn vielleicht noch lächerlicher gemacht. Ich weiß jetzt die Situation im Einzelnen nicht, aber das ist eigentlich eine sehr primitive Form, sich zu wehren, wie du es gemacht hast. Schon, aber das kann auch sehr wütend machen, wenn jemand sowas macht. Verstehe ich. Will ich gar nicht kleinreden. Ich bin auch auf deiner Seite, dass du das Recht hast, da wütend zu sein. Aber ich finde, dass man das auf einer anderen Weise kontern sollte. Ja, das stimmt. Weil irgendwann, wenn man sich da nicht am Riemen reißt, wenn wir uns alle nicht am Riemen reißen, dann sind wir ganz schnell wieder in der Steinzeit und hauen uns alle auf die Köpfe. Ja. Und es ist ja ganz gut, dass das nicht so ist. Und wir wissen, wie viel Leid und wie viel Unglück angerichtet wird dadurch, dass Leute sich nicht im Griff haben, sondern einfach brutal draufschlagen. Wir müssen nur jeden Tag die Zeitung aufmachen und sehen das. Ja, und ich finde, nochmal appelliere daran, dass du ein Kind hast und eine vorbildliche Mama. Versuche dich da diese Seite, die du da in dir hast, etwas in den Griff zu kriegen und zu bändigen. Das ist meine Auffassung dann. Ja. Alles Gute. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Brutale Frauen. Das ist mein Thema heute Nacht. Ich möchte gerne mit brutalen Frauen selbst reden, so wie ich es gerade getan habe, mit Dani. Oder mit Leuten und mit Opfern von brutalen Frauen. Habt ihr in eurem Leben schon so etwas erlebt, dass eine Frau körperlich brutal, aber es muss ja nicht unbedingt körperlich brutal, vielleicht auch in ihrer Verhaltensweise sehr brutal gewesen ist, dass ihr gesagt habt, das ist unglaublich, das ist vielleicht schon äußerlich so eine ganz nette und zarte Person, aber die hatte so faustdick hinter den Ohren, die ist schlimmer als ein Kerl. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann ruft an 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Paula, 30 Jahre alt, guten Morgen. Hallo? Hallo Paula, guten Morgen. Kannst du mich hören? Sehr gut, ja. Du hast zu dem Thema angerufen. Ja. Warum? Also, ich lebe auf der Straße und werde konfrontiert mit einer brutalen Pennerin. Das ist so eine Penner-Hierarchie. Und das sind ältere Leute, die sehr lange auf der Straße leben. Ja. Und wenn man halt Schutz sucht, Schutz braucht, Essen, Unterkunft, Pflege und dann muss man quasi dafür bezahlen mit Schnaps oder Geld. Tut man das nicht? Was, mit Schnaps? Ja. Und dann gibt es Tritte in den Hintern, Ohrfeigen, Pflege. Von dieser besagten Frau? Ja. Die organisiert das da so alles bei euch in eurer kleinen Welt? Wie ist der Ding Bull, also oberster Kopf in der Hierarchie? Ja. Wie alt ist die Frau? Zwischen 50, 55. Ah ja.
Und die lebt vermutlich dann schon lange auf der Straße und kennt die Gesetze der Straße auch. Ja, sie ist Gesetz. Kann man denn, ich frage jetzt mal ganz naiv, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man auf der Straße lebt. Könntest du der denn nicht einfach aus dem Wege gehen, indem du in ein anderes Stadtviertel gehst? Es ist schwierig. Es ist schwierig, die Stadt ist nicht so sehr groß. Und irgendwie trifft man sich eben an den Stellen, wo man Schutz hat. Und da ist sie halt präsent, weil sie eben auch weiß, dass wir dahin müssen. Also Schutz heißt beispielsweise an ihren Unterhalt. Achso, Schutz heißt auch im Winter beispielsweise einen einigermaßen passablen Schlafplatz zu finden. Sowas. Erzähl mal, wie oft ist es dir schon passiert, dass du sie nicht bezahlen konntest mit Schnaps oder mit Geld, mit was auch immer, und sie hat dich dann geschlagen. Wie oft ist das schon passiert? Keine Ahnung. Also Ohrfeigen ohne Ende. Ohrfeigen ohne Ende. Ja. Wie lange lebst du denn schon auf der Straße? Ein Jahr. Und so lange kennst du auch diese Frau? Ja, nein, nicht so lange. Ein halbes Jahr, würde ich sagen. Ein halbes Jahr. Und dann Ohrfeigen ohne Ende schon. Du hast richtig Angst vor der Frau. In dem Moment, wo ich den Schutz brauche, habe ich Angst, dass ich ihn nicht bekomme. Also vor der Person selber eher nicht. Wie verhältst du dich denn dann, wenn sie dich schlägt? Nimmst du es hin, läufst du weg oder schlägst du gar zurück? Ich gehe weg. Also ich gehe weg und schlafe dann halt sehr schlecht, irgendwo kalt. Da esse nichts. Verhält sie sich denn allen gegenüber so oder nur euch Küken, die ihr gerade... Nur den Küken. Die ihr so gerade in die Szene gekommen seid und... Und die anderen, gibt es da nicht welche, die sich auch auflehnen gegen die Frau, die ihr schon mal dann die ganzen zeigen? Das ist wie so eine Familie. Also da herrscht so eine richtige Hierarchie und sie ist ganz die anerkannte Oberhäuptling. Also der anerkannte. Ich wundere mich, dass du sagtest gerade, dass du keine Angst vor der Frau hast. Ich glaube, wenn ich in deiner Situation wäre, hätte ich schon Angst vor der, dass die einem zu sehr zusetzt oder einem wehtut. Ich denke, ich bin einfach zu nachgiebig und zu schnell auch. Also wenn sie wirklich so betrunken ist, dass sie massive Schläge da androht. Dann haust du ab. Und dann bin ich einfach schneller. Verstehe. Sag mal, Paula, ich möchte mal einen kurzen Schnitt hier machen zum Thema die brutale Frau, von der du erzählt hast. Und möchte dich fragen, warum du im Alter von 20 Jahren jetzt seit einem Jahr schon auf der Straße lebst. Wie kommt das? Ganz verrückt. Ich habe gearbeitet, Familie, also Mutter, Brüder und wollte ans Meer fahren und habe plötzlich das Gefühl gehabt, dass ich diese wahnsinnige Ruhe, dieses Fehlen von diesem verlogenen Familientwist, dieses ganze Drumherum, was mir nicht gut tut, das war plötzlich weg. Und bist danach dann nicht mehr zurück in die Familie gekommen? Ja. Hast alles hingeschmissen? Ja. Also diese Reise ans Meer war so die Initialzündung für dich zu sagen, ich gebe jetzt meine ganze bürgerliche Existenz auf und gehe auf die Straße. Ich konnte nicht aufhören, diese Ruhe, diese Schönheit, diesen Wahnsinn zu genießen, bis irgendwann dann klar war, dass ich essen muss, schlafen muss, mich waschen muss. Ich wollte gerade sagen, ist es jetzt auch noch so schön? Ich wollte gerade sagen, ist es jetzt auch immer noch so schön und so wahnsinnig toll? Es ist nur noch ein Kampf eigentlich. Aber hochinteressant. Also es male die ganzen Penner, male diese Frau, ich male ihre Riesen. Kartoffelnase, ich schreibe das alles auf. Hab ein tolles Buch geschrieben und. Aha. Aber du bist jetzt, der Kontakt nach Hause ist völlig abgebrochen. Ja. Das heißt, du kriegst auch null Kohle von zu Hause? Nein. Du kriegst überhaupt kein Geld? Nee. Auch vom Sozialamt nichts? Nö. Das heißt, du bettelst und schnorst so rum und schlägst dich so mit durch? Ich male Porträts und die Leute schmeißen was drauf. Ach so. Also. Verdienst es dir ja schon in einer gewissen Weise. Ja. Ist es nicht nur eine Bettelei? Ja. Was hast du denn vorher beruflich gemacht? Du hast gerade gesagt, du hast gearbeitet. Ich war Erzieherin. Du warst Erzieherin. Abgeschlossen alles? Ja. Ist das für dich jetzt nur so eine
ich sag mal, so eine Studienphase, kannst du dir durchaus vorstellen, vielleicht in einem Jahr oder zwei Jahren wieder in ein normales Leben zu gehen? Oder ist das ganz abwegig? Ich weiß es nicht. Es müsste, es müsste was Ehrliches, es müsste dieser ganze familiäre, verlogene. Ja gut, aber in die Familie muss. Dieser ganze Hickhack müsste weg. Aber in die Familie musst du ja nicht wieder gehen. Ich bräuchte einfach irgendwie eine als Familie, sagen wir so. Ja. Aber ich meine, du hast einen tollen Beruf, den hast du abgeschlossen, was ja schon mal ganz viel wert ist. Und mit diesem Beruf kannst du ja eigentlich viel Gutes tun. Ja, du könntest ja in einen Bereich gehen, wo du vielleicht ganz armen Kindern hilfst oder vielleicht auch Kindern, die auf der Straße leben. Gibt es auch vielfältige Möglichkeiten, die dann auch eine befriedigende Arbeit darstellen. Aber irgendwann ist man da, wo erstmal gar nichts geht. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und irgendwie ist es für mich auch, das klingt komisch, aber hochinteressant, das zu erleben auch. Ja, ich merke, dass das auch noch so eine Selbsterfahrung ist und auch so ein Experiment, was du da machst. Ich würde gerne mal nochmal zurück auf die Frau kommen, von der du gerade gesprochen hast. Entwickelt sich da gegen diese doch brutale Frau, entwickelt sich da bei dir Hass? Nein. Das nicht? Nein. Die ist, Vielleicht sogar Verständnis, dass sie so... Ja, die ist hochinteressant, die Frau. Die ist total interessant. Ist das eigentlich ungewöhnlich, dass du in dieser... Ich meine, du kannst es auch noch nicht so richtig beurteilen, aber besser beurteilen als ich und viele, die zuschauen und zuhören. Ist das ungewöhnlich, dass eine Frau in dieser Penner-Szene so ein Regiment führt? Weiß ich nicht. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass die Frau das Regiment führt. Für die Frau ist es nicht ungewöhnlich. Ja. Also sie Paula, ja? Halt sehr dominant und sie ist durchsetzungsstark und sie hat eigentlich alles, was ein Mensch bräuchte, um nicht auf der Straße zu leben. Aber weißt du, was sie früher gemacht hat? Die redet nicht darüber. Ich denke, dass die schon immer getrunken hat. Ja. Trinkst du auch Alkohol? Nein, trinke ich nicht. Drogen auch keine? Nein, keine Drogen. Das ist ja schon mal sehr wichtig. Wie kommt es eigentlich, dass du uns anrufen kannst? Bist du im Besitz eines Handys? Ja. Also das bin ich. Also das ist ja schon eine irre Sache. Da lebt jemand auf der Straße und hat auch ein Handy. Ja, manchmal passieren so Sachen und da kommt man auch dann zu so Sachen. Ja, und du hörst uns im Radio? Nein, ich bin jetzt untergekommen für ein paar Tage. Ach so. Und hast uns dann im Fernsehen jetzt gesehen? Genau. So Paula, jetzt wünsche ich dir, dass du mit dieser Frau, du bist ja jetzt nur ein paar Tage untergekommen, hast du gesagt? Ja. Dass du da nicht zu viel Schläge mehr einstecken wirst müssen. Das ist das eine. Das ist der kleinere Wunsch. Und der große Wunsch, den ich gerne sagen möchte für dich, ist, dass es dir gelingt, aus dieser Experimentierzeit auf der Straße leben, irgendwann wieder unbeschadet rauszukommen. Vielleicht sogar mit vielen wichtigen Erfahrungen, die du einbringen kannst in eine sinnvolle Tätigkeit später einmal. Das würde ich dir sehr wünschen. Ich glaube, ja. Es wäre alles viel leichter, es wäre alles viel unkomplizierter und ich bräuchte auch nicht den Schutz von so einer dominanten Pennerin, wenn die Übergriffe, die sexuellen Übergriffe auf der Straße nicht so wären. Also ich bin so enttäuscht, mein Männerbild hat sich so verändert. Es ist widerlich, was einem da so entgegenkommt. Jetzt kommen wir zu einem ganz neuen Thema. Ja. Ist dir das schon passiert? Ja. Bist du vergewaltigt? Also Geschwätz. Aber nicht vergewaltigt worden? Nein. Nein. Liebe Paula, ich könnte dir noch, oder möchte dir gerne, wenn du das willst, noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja. Ja? Ja, okay. Das ist die Heide heute Nacht. Du legst auf und Heide ruft dich gleich an. Und ich wünsche dir, wie gesagt, all das, was ich vorhin formuliert habe und obendrauf noch eine dicke Portion viel Glück. Das wünsche ich mir und dir auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war die Paula. Unser Thema heute Nacht heißt brutale Frauen. Und wenn ihr mehr zu unseren Themen und über unsere Themen erfahren wollt, lesen wollt, dann klickt einfach mal unter www.domian.de ins Internet und da könnt ihr das dann auch tun.
Telefonnummer 0800 220 5050 und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Und jetzt begrüße ich herzlich Silke, und Silke ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Silke. Bist du ein Opfer einer brutalen Frau? Nein, eher selbst brutal. Eher selbst brutal? Ja, also... Inwiefern? Was heißt brutal? Es ist einfach so, dass ich denke, durch meinen Vater bin ich halt brutal geworden, auch hauptsächlich gegenüber meiner kleinen Nichte, die sich mittlerweile ganz stark von mir entfernt. Die kleine Nichte ist wie alt? 4. 4 Jahre. Du hast viel mit der kleinen Nichte zu tun gehabt bislang? Ja. Wie kommt das? Wohnt ihr zusammen in einem Haus, eine Wohnung? Ja. Wie ja? In einem Haus? Also, wir wohnen in der gleichen Stadt und ich hole sie ziemlich oft ab und kümmere mich sehr oft um sie. Nichte, das heißt, das ist jetzt das Kind deiner Schwester, ne? Meiner Schwiegerin, ja. Ja, genau. Ja. Inwiefern? Was machst du mit dem Kind? Inwiefern bist du brutal dem Kind gegenüber? Naja, was heißt brutal? Wenn sie hört manchmal mit 4 Jahren, die Kinder, ja, die hören manchmal halt nicht. Mhm. Was machst du dann? Dann entweder schrei ich oder sie kriegt einen Klaps auf dem Hintern. Und das ist, obwohl ich es eigentlich gar nicht möchte. Mhm. Also ich will ihr nicht wehtun. Ich habe die Kleine wahnsinnig gerne. Ist das ein Klaps auf den Hintern oder versohlst du ihr richtig den Hintern? Nein, es ist nur ein Klaps auf dem Hintern. Mhm. Auch schon mal ein Klaps ins Gesicht? Nein, also sowas mache ich nicht. Mhm. Wenn dann höchstens auf dem Hinterkopf, obwohl es auch nicht gut ist. Ja. Ja, einen kräftigen Schlag auf den Hinterkopf bei einem 4-jährigen Kind ist schon heftig, ne? Ja. Wie oft kommt das vor? Wie oft rastest du da aus? Ich habe es jetzt in den letzten Monaten vermieden, sie zu sehen, weil ich einfach Angst habe, ihr weh zu tun. Was sagt denn dein Bruder und deine Schwägerin dazu? Mein Bruder findet es absolut nicht gut und meine Schwägerin schlägt die Kleine selbst. Die schlägt die Kleine selbst. Mhm. Ja. Was ich auch total scheiße finde. Mhm. Hast du denn, bist du anderen Leuten gegenüber auch eher brutal? Du hast gerade gesagt, du... Ich kann absolut keine Kritik haben. Mhm. Das heißt also, da fliegen auch schon mal die Fetzen zwischen Freundinnen, zwischen deiner besten Freundin und dir? Ja. Oder hast du einen Freund im Moment? Nein. Hattest du schon mal einen Freund, eine etwas längere Beziehung? Ja. Und wurden da auch die Fäuste gebraucht als Argumente? Ja, manchmal. Ja? Schon, ja. Also das heißt, wenn man zu dir sagt, hey Silke, sei nicht so geizig oder mach nicht dieses, mach nicht jenes. Also wenn man dich kritisiert, dann redest du gar nicht groß, sondern läuft man Gefahr, dass man gleich einen auf die Nase kriegt. Ja. Mhm. Obwohl ich es, wie gesagt, eigentlich nicht will. Weil du selbst weißt, wie das ist. Du hast gerade erzählt, dass du von deinem Vater sehr brutal behandelt worden bist. Ja. Erzähl mal, was war da so das Schlimmste in der Kindheit, in der Erziehung? Ja, also, er hat meine Mutter geschlagen, er hat meine Brüder geschlagen. Es ging mit Holzklötzen, Gürtel, alles Mögliche. Mhm. Und dich eben auch. Ja. Mhm. Ich möchte darauf hinweisen, dass ihr nicht irritiert sein solltet, falls ihr gerade ein seltsames Geräusch hört. Es ist sehr warm hier und ich habe das Fenster aufgemacht in unserem Studio. Und nebenan ist eine Bahnlinie und da fährt gerade ein Zug vorbei. Ist aber gleich wieder ruhig. Hat er dich bis ins hohe Alter von 15, 16, 17 geschlagen, dein Vater? Ja, bis ich 15 war. Mhm. Da habe ich dann halt nachdem er mich nochmal zusammengeschlagen hatte, gesagt, ich gehe zur Polizei und dann hat es aufgehört. Mhm. Und dann bin ich mit 17 ausgezogen von zu Hause. Könnte mir vorstellen, ich habe so eine Ahnung, wie du es jetzt gerade geschildert hast, dass du auch einige Male mehr oder weniger heftige Verletzungen davongetragen hast. Ja. Durch die Schlagerei von deinem Vater. Mhm. Ja.
Das ist natürlich eine schlimme Sache, wenn man so etwas erlebt hat. Aber das darf natürlich nicht dazu führen, dass man selbst genauso irgendwann handelt. Ja, ich habe ja die große Angst, also ich will ja auch später mal Kinder haben. Ja. Und ich habe die wirklich wahnsinnig große Angst davor, dass ich die später aufschlage. Ja, die Gefahr sehe ich auch. Und vor allen Dingen, du tust es ja, du hast es ja erst bei der Nichte schon gemacht. Ja. Und ich finde schon mal gut, dass du selbst die Notbremse gezogen hast und hast gesagt, ich will sie erstmal nicht sehen, weil ich selbst habe mich nicht im Griff. Und wer weiß, vielleicht haue ich irgendwann noch kräftiger zu und es passieren vielleicht noch schlimmere Sachen. Ja. Würde ich gerne noch fragen, wenn du dich mit deiner Freundin oder deinen Freundinnen auseinandersetzt, wie schlägst du denn da? Also meistens versuche ich es auf die lächerliche Weise, obwohl ich innerlich schon ziemlich stinkig bin. Mhm. Und ja, dann gibt es halt mal einen Tritt in den Hintern oder so. Und es ist aber nicht richtig doll, sondern ja, da mache ich es halt weniger doll. Mhm. Aber das könnte durchaus auch mal eskalieren. Ja. Durchaus. So, jetzt finde ich schon mal eine wichtige Selbsterkenntnis von deiner Seite aus. Du sagst, ich habe Angst, dass da schlimmere Dinge passieren könnten. Vor allen Dingen bei Kindern und vielleicht sogar bei meinem eigenen Kind, wenn ich mal später Kinder habe. Ja. Das finde ich schon mal eine gute Sache. Und die eigene Brutalität kann man dadurch nicht entschuldigen, indem man sagt, ich habe auch ziemlich heftig einstecken müssen. Nee. Ne? Aber da sind wir auch einer Meinung. Ich finde, Silke, dass der nächste Schritt bei dir sein sollte, dass du... dass dir jemand dabei hilft, dich besser in den Griff zu kriegen. Ja, ich habe schon ein halbes Jahr versucht, eine Therapie zu machen. Also ja. Ich war bei einer Psychologin, aber mein Vater wollte dort nicht mit hingehen und deswegen haben wir die ganze Sache abgebrochen, weil die Psychologin halt der Meinung war, dass es schon wichtig wäre, wenn mein Vater dabei wäre. Mag sein, aber das ist ja Schnee von gestern. Du bist ja heute 22 Jahre alt und nun lass den Vater Vater sein, sondern du solltest dich um dich alleine kümmern. Ich finde, du solltest nochmal einen Versuch unternehmen, alleine zu einer Psychologin zu gehen und dich alleine mit dir und der Psychologin zu beschäftigen. Hm. Ich würde auch gerne, dass du mit meiner Psychologin nochmal redest, dass sie dir den einen oder anderen Tipp gibt, wohin du gehen solltest, wann du es einfädeln solltest und so weiter. Ja. Dann legst du bitte auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich gleich an. Dankeschön. Okay, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 220 5050 zu unserem Thema brutale Frauen. Und hier ist Brigitte. Brigitte ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Brigitte. Also ich bin die brutale Frau. Du, die brutale Frau, macht aber bitte mal den Fernseher ganz leise oder das Radio. Moment, ja. Das ist ja hochinteressant. Das rufen tatsächlich die Frauen selbst an, die sagen hier, ich bin brutal. Ja, weil ich tierisch drunter gelitten habe. Mhm. Das heißt, dass ich die Misshandlerin meines Kindes irgendwie mal vorgeknöpft habe. Dass du... Das habe ich jetzt nicht verstanden, dass du die Misshandlerin deines Kindes vorgeknöpft hast? Ich habe mein Kind in die Obhut des Vaters gegeben und der hatte eine neue Lebensgefährtin in der Zeit. Brigitte, nochmal die Bitte. Das ist immer noch nicht runtergedreht, der Ton. Der Ton muss ganz weg sein, im Radio und im Fernsehen. Sonst haben wir gleich eine Kopplung und wir können uns nicht gut unterhalten. Ich hoffe das jetzt gleich, ja. Mhm. Okay. Also ich habe die Misshandlerin meiner Tochter habe ich mir irgendwann mal vorgeknöpft. Also erzähl nochmal die Geschichte. Du hast dich von deinem Mann getrennt. Das Kind ist bei dem Mann geblieben. Nein. Ich habe die da alle 14 Tage mal hingegeben, so wie es immer so ist. Ach so. Ja. Und was ist da passiert in diesen Zeiten, wenn deine Tochter bei deinem Ex-Mann und der neuen Frau war? Ja, sie war halt irgendwie eine Nacht da. Und dann ist die mal irgendwie so ein bisschen ausgerastet. Was heißt das? Das heißt, dass sie die ganze Wohnung zu Klump geschlagen hat, dass sie meinen Ex-Mann mehr oder weniger fast zu Klump geschlagen hat und mein Kind. Was heißt mein Kind zu Klump geschlagen? Was heißt das? Dass sie knapp 2 Jahre alt war und dass sie sie so oft aus dem Kinderbett gezogen hat, dass sie kahle Stellen am Kopf hatte. Also dass sämtliche Haare rausgerissen waren, dass die Lippe dick war. So. Aus lauter Eifersucht, aus Gnatz, ich
weiß es bis heute nicht. Und dann kam nach einer gewissen Zeit das Kind zurück zu dir und du hast das Kind gesehen, wie es verletzt oder zumindest zugerichtet dann vor dir stand. Der Vater hat mich morgens angerufen, weil ich ja mein freies Wochenende hatte und ich bin da morgens hingefahren. Mhm. Und habe das dann gesehen, ja. Und ich bin noch in die Wohnung gefahren und da lag diese Frau hochschwanger mit Zigarette und Bier und meinte so, ich sollte jetzt überhaupt nichts sagen. Und eigentlich hätte ich damals ihr am liebsten schon den Hals umgedreht. Wie lange lief das denn so? Wie lange hat sie das gemacht? Wie viele Jahre? Das hat sie einmal gemacht. Die waren zu der Zeit vielleicht ein Jahr zusammen. Also hat sie einmal gemacht? Sie hat einmal dein Kind misshandelt? Mhm, ja, genau. So. Und dann hast du mir gerade erzählt, dass du aber mit der Frau irgendwann etwas gemacht hast. Ja, ich habe sie dann ja angezeigt bei der Polizei und ich war auch beim Jugendamt und mit allem drum und dran und ich war beim Rechtsanwalt und das war alles, wurde alles eingestellt, weil es interessiert keinen, weil es ja familienintern ist. Also hatte ich da keine Hilfe, so mehr oder weniger. Hast du das Kind direkt danach vom Arzt untersuchen lassen? Ja, habe ich. Das ist alles festgelegt und das kann ich jederzeit irgendwie von der Ärztin abrufen und bescheinigen lassen. Also du bist juristisch nicht weitergekommen? Kein Stück. Und dann? Ja, dann war ich ziemlich hilflos, weil ich ja halt alleinerziehend war, wo ich gedacht habe, also irgendwie kann das so nicht funktionieren. Und der Vater war halt auch irgendwie, der hat halt nicht Ja und nicht Nein gesagt. Lass mich nochmal kurz fragen, als das passiert ist, als sie dein kleines zweijähriges Kind misshandelt hat, ihr die Haare ausgerissen hat, dass kahle Stellen am Kopf waren, dass die Lippe dick war, war der Vater dann auch in der Wohnung? Ja, war er. Hat er das mitgekriegt? Ja. Und er ist nicht eingeschritten? Er ist so weit eingeschritten, dass er dann irgendwann sein oder unser Kind geschnappt hat und ist dann halt abgehauen. Im November bei was weiß ich wie viel Minusgraden und ist dann halt flüchten gegangen, ja. Aber er hat danach nicht irgendwie ausgesagt und nicht gegen die Frau ausgesagt, weil die halt von ihm schwanger war. Er ist mit dem Kind abgehauen und ja, wann hast du... seiner Mutter. Und dann hast du davon erfahren und du hast das Kind da abgeholt. Ja, genau. So, jetzt erzähl, was du mit der Frau gemacht hast. Die Frau habe ich mir dann irgendwann, nachdem ich halt beim Jugendamt war und bei der Polizei und keiner was getan hat, irgendwann hat sich das so ergeben, ein Dreivierteljahr später waren wir halt bei uns in so einer Szene-Kneipe und dann lief sie da halt auf und auch mit dem Vater des Kindes von meinem Kind. Mhm. Und da habe ich gesagt, sie möchte bitte gehen, weil ich könnte sie nicht ertragen. Und dann hat sie gesagt, du hast mir gar nichts zu sagen und ich habe sie ein paar Mal aufgefordert. Und die Hemmschwelle war halt sehr niedrig von mir aus gesehen. Und ich habe sie halt gegriffen an ihren langen blonden Haaren und habe halt nicht mehr losgelassen. Und dann fingen auch schon sämtliche Leute an mir zu zerren, an ihr zu zerren. Und ich habe halt die Haare nicht losgelassen. Und ich wollte ihr insoweit wehtun, wie sie es meinem Kind getan hat. Das heißt, du hast die Haare rausgerissen? Ich habe festgehalten. Und es wurde an mir gezerrt und an ihr gezerrt. Im Grunde haben es die anderen, aber ich habe festgehalten, ja. Du hast festgehalten, hattest du irgendwann ein Büschel Haare in der Hand? Noch nicht mal unbedingt das. So, das habe ich noch nicht mal gemerkt irgendwie. Aber es war dann wohl wirklich schon so, weil sie hat sich das auch irgendwie vom Arzt irgendwie attestieren lassen. Das ist ja auch egal. Also es gab dann weiter keine schwere Schlägerei zwischen euch Frauen? Nein, es war keine Schlägerei, aber es war schon eine, es war schon sehr brutal und es war schon brutal. So auf ein Niveau herabgelassen hat, was mir dann letztendlich sau weh getan hat, weil es war, ich habe mich erst gut gefühlt, weil mit dem ich vorher telefoniert habe, deine Menschen da in der Redaktion, der hat auch gefragt, ging es dir gut, habe ich gesagt, ja, in dem Moment ging es mir sau gut, da ging es mir unheimlich gut, aber so zwei Tage später ging es mir sau beschissen, Warum? Weil ich gedacht habe, war es der Weg, ich weiß es nicht, es war nicht der Weg, glaube ich nicht, weil ich habe unheimlich gelitten, dass ich mich zu sowas habe hinreißen lassen, aber es ging mir eigentlich gut, aber letztendlich hat es mir nicht gut getan. Ja. Hat sie dich dann noch angezeigt? Sie hat mich angezeigt, Und was ist daraus geworden? Sie wollte dann irgendwie, oder von ihrem Anwalt, irgendwie 2000 Mark Schmerzensgeld und es ist dann aber fallen gelassen worden, weil sie hat mich halt auf Telefon, auf Anrufbeantworter angesprochen oder angerufen und hat dann halt auch zugegeben, dass sie Nele misshandelt hat irgendwie. Achso, aber die Sache ist dann, hat sich dann somit erledigt. Das hat sich doch, ja. Also ich verstehe, wenn du sagst, das ist sehr brutal gewesen, weil es für dich wahrscheinlich und für deine sonstigen Verhaltensweisen
äußerst ungewöhnlich war und somit sehr brutal war. Nee, ist es nicht ungewöhnlich für meine Verhaltensweise, so. Weil ich auch selber geschlagen wurde, misshandelt wurde. Ja, aber du machst es sonst doch nicht, oder? Ich mache es mit meinem Kind mit Sicherheit nicht. Und mit anderen Menschen? Gehe ich sehr brutal um, aber dann verbal. Verbal, ja. Ja. Also das heißt im Klartext, dass so ein brutaler, direkter Übergriff deinerseits zu einem anderen Menschen schon ungewöhnlich ist. Ja, eigentlich schon. Also sowas in der Art, ja. Mhm. Also ich habe schon mal, einen Mann vielleicht schon mal, der hat schon mal eine Ohrfeige bekommen. Ja, das ist schon okay für mein Ding. Also ich muss okay, ist das auch nicht, ne? Weil ich selber sehr, sehr grob und sehr brutal aufgezogen worden bin oder erzogen worden bin. Ja, das haben wir gerade ja auch schon mal gehört. Das ist natürlich sehr schlimm, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat. Aber umso mehr muss man an sich arbeiten, dass man das nicht weitergibt, ne? Das ist das Ding und ich habe immer an mir gearbeitet. Ich war auch immer irgendwie in Therapie und habe immer irgendwie zugesehen, dass ich irgendwie klarkomme und das nicht mit meinem Kind tue oder nicht diesen roten Faden, die halt meine Geschichte hat. Würdest du denn sagen, Brigitte, dass das, was du uns gerade erzählt hast und was du getan hast, dass du das eigentlich jetzt im Nachhinein bereust? Das ist eine schwere Frage. Das habe ich mich jahrelang jetzt gefragt, so weil Nele ist ja jetzt schon 6 Jahre alt irgendwie. Eigentlich, also für mein Kind nicht, weil ich wollte dieser Frau zeigen, also das kann kein Mensch mit meinem Kind tun. Aber letztendlich eigentlich schon, ja. Weil es eigentlich keine Form der Auseinandersetzung sein sollte. So. Und es war eine Genugtuung erst, aber danach war es ganz furchtbar. War, wo ich gedacht habe, mein Gott, und das wolltest du nicht. Und ich gebe mir Mühe. Ich bin selber so ganz mies groß geworden. Und weil du hast ja gerade auch selbst ein gutes Stichwort gesagt. Du hast gesagt, das war so unter Niveau, was ich da gemacht habe. Ja, das war furchtbar. Und das kommt immer auf einen selber zurück. Ja, grundsätzlich. Also eine interessante Erfahrung, die du uns jetzt auch erzählt hast und über die man sicher auch nachdenken sollte, wenn man vielleicht kurz davor steht, so etwas zu tun. Denn letztendlich fühlt man sich nie, glaube ich, gut nach so etwas. Nein, ich denke nicht. Ich denke nicht, auch wenn es das eigene Kind ist. Und ich würde für mein Kind, würde ich mein Leben geben. Und ich würde da, wie gesagt, weil ich halt eine andere Erziehung hatte und ich würde mein Kind nie misshandeln. Ich sehe zu, dass ich mit da wirklich klarkomme und ich denke, ich komme das auch. Ich versuche das nicht zu tun, mein Kind zu schlagen und da kommt jemand anderes daher und tut genau das, was meine eigene Kindheitserfahrung ist. Und das war halt der Punkt, dass wir ganz viele Sachen zusammengespielt haben. Ist es emotional da nachvollziehbar, nicht zu rechtfertigen, aber erklärbar, was sich da so abgespielt hat in dir? Ja. Ich danke für den. Wie gesagt, das ist so ein Statement, es tut nicht gut. Das ist wirklich, es tut nicht gut. Ich danke für deinen Anruf, Brigitte. Ja. Und wünsche dir alles Gute und deiner Tochter auch. Ja, dir auch. Danke. Dankeschön. Tschüss. Brutale Frauen heißt unser Thema. Unsere Telefonnummer 0800 220 50 50 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Verbunden bin ich jetzt mit Jeanette 22. Ja. Und Tobias ist auch bei dir. Ja, nicht wirklich. Ich glaube, dem ist das ein bisschen unangenehm. Gut, dann reden wir beide erstmal miteinander, Jeanette. Ja, okay. Warum hast du zu unserem Thema brutale Frauen angerufen? Weil ich mich selber so bezeichnen würde. Warum? Es ist halt so, wenn ich ziemlich wütend werde und dann habe ich sozusagen so Aussetzer, wie man das gerne bezeichnet und schlag dann auch wild um mich und treffe dann auch mal meinen Mann. Ich treffe Wände, ich schlag mich selber. Also Tobias ist dein Mann, der... Mein Mann, ja. Ja. Was heißt das, wenn du nicht gut drauf bist? Was muss da passieren, dass du so ausrastest? Ja, das sind halt so Kleinigkeiten. Wir streiten uns und dann streiten wir uns wieder und wieder und irgendwann, dann kann ich mich halt nicht mehr kontrollieren. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, ich kann mich nicht mehr kontrollieren und dann bricht die ganze Wut, die sich dann aufgestaut hat, raus und dann... Was genau machst du dann? Wie schlägst du deinen... Bleiben wir mal bei dem Beispiel, deinen Mann Tobias. Wie schlägst du deinen Mann Tobias? Ja, ich schlag einfach drauf los. Es ist nicht so, dass ich ihm jetzt eine Backpfeife gebe oder so, wie vorher schon mal gesagt wurde, wie direkt mit der Faust ins Gesicht, sondern ich schlag einfach drauf los und es ist dann meistens der Rücken oder ein Arm. Ja, bist du deinem Freund körperlich überlegen? Nee, glaub nicht. Wehrt er sich? Nein. Gar nicht? Nein. Ist es da auch schon zu eher heftigeren Verletzungen bei ihm gekommen? Nein. Also du trommelst auf ihn ein, schlägst auf ihn ein, es tut ihm weh, aber
es ist doch kein Blut geflossen oder so. Nee, gar nicht. Mhm. Gar nicht. Ich würde auch, also ich meine auch nicht, dass es schon blau geworden wäre oder so. Es war halt in dem Moment, dass es ihm sehr weh tat und dass er auch sehr verletzt war und also nicht nur körperlich, sondern seelisch. Auch seelisch, ja. Aber wie verhält er sich dann? Bleibt er ganz starr stehen? Verschränkt er die Arme vor sich? Läuft er weg? Ja, er duckt sich. Also so, als ob er sich abwenden möchte. Mhm. Ihr seid verheiratet? Ja. Wie lange schon? 1,5 Jahre. Mhm. Und läuft das, dein Verhalten, ist das seit also die ganze Ehe über schon so? Das war schon vorher so. Schon vorher. Über 5 Jahre zusammen und das hat schon. Ach so, so eine richtige Jugendliebe seid ihr. Ja. Der erste Freund quasi. Nee, nicht wirklich, aber. Aber fast. Ja. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt fragen würde, wie oft du schon auf ihn eingedroschen hast, geschlagen hast, weißt du gar keine Zahl zu nennen. So oft ist es schon passiert. Nee, so oft nicht. Das kann man vielleicht noch an 2 Händen abzählen. In all den Jahren? Ja, ja? Würde ich sagen. Also ich weiß es nicht genau. Also, aber ich würde sagen, ich kann es noch an 2 Händen abzählen. Mhm. Die Wut richtet sich dann aber auch gegen anderes, ne? Nicht nur gegen deinen Freund, gegen deinen Mann. Ja, also gegen ihn eher selten. Eher gegen Wände oder gegen mich. Gegen dich selbst dann? Gegen mich selber, ja. Habt ihr Kinder? Nein. Mhm. Tiere? Wir wollen aber welche. Habt ihr ein Haustier, einen Hund oder sowas? Wir haben 2 Kater. 2 Kater. Schlägst du die Tiere auch? Nein, auf keinen Fall. Mhm. Also ich schreie die auch schon mal an, wenn sie mich gerade nerven, aber ich schlage die auf keinen Fall. Mhm. Wie verhältst du dich denn nach so einer Wutattacke deinem Mann gegenüber? Irgendwann ist es ja dann vorbei. Ja. Was passiert danach? Beschreib mal so eine klassische Situation danach. Meistens ist es so, dass ich dann das Gefühl habe, mich bestrafen zu müssen und mich dann schlage. Und dann breche ich zusammen heulend und flehe ihn an, dass er mich nicht verlässt, weil ich immer denke, wenn ich an seiner Stelle wäre, ich wäre schon längst gegangen. Mhm. Und naja, ich flehe ihn dann halt immer an und dann streiten wir halt uns noch weiter und irgendwann beruhigt sich das wieder und er nimmt dann auch meine Entschuldigung an. Und das ist immer das Ritual? So ungefähr, ja. Schämst du dich dessen, was du da tust? Ja. Ja. Hast du eine Idee? Ich meine, du hast bestimmt viel auch darüber nachgedacht, woher diese Verhaltensweise bei dir kommt? Also ich, was ich schon erwähnt habe, ich mache auch eine Therapie deswegen und es ging halt darauf zurück, dass ich wohl die Gründe tief sitzender sind, das kann mit meiner Kindheit zusammenhängen. Mhm. Bist du denn auch misshandelt worden oder geschlagen worden? Ab und an, ja, und ich meine auch unberechtigterweise. Ja. Schlimm? Ich hatte einmal Nasenbluten und ich hatte Angst, bis ich aufgezogen bin von meiner Adoptivmutter. Du hattest Angst, dass du? Ja, ich hatte Angst bis zu dem Tag, wo ich ausgezogen bin. Ach so, bin, wurde ausgezogen. Ich halt mal wieder eine kriege oder mein Bruder einen abkriegt, also der ist auch geschlagen worden. So, jetzt bist du aber schon in einer Therapie, sagst du? Ja, bin ich. Mhm. Wie lange schon? 1 Jahr ungefähr. Und hat sich das denn durch diese Therapie ein bisschen verbessert? Hast du das Gefühl eines Fortschrittes? Also ich persönlich ja. Ich habe gemerkt, dass ich mich besser unter Kontrolle habe. Mhm. Nur jetzt hat es gar nicht so lange her, dann bin ich halt wieder, oder hatte ich wieder so einen Ausbruch und hatte ich selber das Gefühl, naja, jetzt hat das alles doch nichts gebracht und bin so ein bisschen wieder zurückgeschleudert worden. Mhm. Der Tobias möchte nach wie vor nicht mit mir reden. Ich weiß nicht, ich kann ihn mal fragen. Mhm. Der sitzt jetzt im Moment im Wohnzimmer. Mhm. Einen Moment. Möchtest du? Ja, er möchte. Er möchte, das finde ich gut. Okay. Mhm. Dann gibst du mir mal Jeanette. Hallo. Hallo Tobias, das finde ich aber toll, dass du noch ans Telefon kommst. Ja, ich bin geweckt worden irgendwie, muss ich ja schon zugeben. Aber du weißt, um was es geht und du weißt, was Jeanette erzählt hat. Ja, genau. Ja. Das sind ja schon harte Sachen, die du da mitmachst und die du da über dich ergehen lässt. Wie empfindest du das denn? Ja, das ist halt so, sie kann auch anders sein, ja. Mhm. Und das sehe ich immer so. Und dann, wenn sie dann ihren Ausraster kriegt, sage ich jetzt mal, da erkenne ich sie halt nicht wieder. Mhm. Und dann will ich am liebsten nur weg aus der Wohnung raus. Ja. Ja. Und sie hält mich dann fest, ja, und schreit mich dann an, bleib hier und dann kniet sie auf den Boden und dann denke ich so, Mann, was soll ich nur machen? Ja, dann weiß ich auch nicht mal weiter. Mhm. Und ich bin gerade in der Ausbildung zum Pfleger, ne? Mhm. Und da kriege ich auch schon einiges mit, ne? Glaube ich, ja. Und,
Weißt du, Tobias, wenn sowas mal einmal passieren würde und dann kniet die Freundin da und sagt, bleib doch hier und verzeih mir und so. Aber es ist ja nun so oft bei euch passiert. Ihr seid anderthalb Jahre verheiratet, sagt Jeanette, und ihr kennt euch so lange schon. Ich wäre bei dieser Frau nicht mehr. Ja. Ich wäre dann nicht mehr bei. Ich meine, sie hat es ja gerade auch wirklich sehr, sehr ausführlich erklärt, dass sie sich auch bemüht, dass etwas passiert mit ihr. Und sie ist in einer Therapie und so weiter. Aber ich finde es auch völlig gleichgültig, ob eine Frau einen Mann schlägt oder ein Mann eine Frau schlägt. Es ist immer schlimm, wenn das passiert in einer Partnerschaft. Immer. Und ich finde, dass man immer sich so zusammenreißen sollte, auch wenn man vielleicht mal sehr wütend ist, dass das nicht passieren darf. Das habe ich ja auch schon gesagt. Vielleicht bist du auch zu weich mit ihr. Vielleicht. Nee, also ich kann auch so, also ziemlich gemein sein. Ja. Nein, so meine ich es gar nicht. Ich meine auch nicht, dass du zurückschlagen solltest, um Gottes Willen. Ich meine, nein, das meine ich nicht. Also ich bin in meinen Ausdrücken halt immer ziemlich herbe, so diese trockenen Sprüche. Ja? Also ich bin so einer. Ja gut, aber vielleicht, aber ich meine insofern zu weich, dass sie letztendlich nie die Angst hat, dass du wirklich gehst. Dass sie irgendwie so unterschwellig weiß, ach, der schimpft jetzt und dann bleibt er doch bei mir. Ja. Vielleicht sind beide Schienen wichtig für Jeanette. Einmal, dass sie ihre Therapie macht, aber dass du ihr auch mehr Grenzen aufsetzt und dass du nicht zu behutsam mit ihr umgehst. Auch wenn sie in der Kindheit irgendwas erlebt hat, das ist mir irgendwann scheißegal, wer was in der Kindheit erlebt hat. Es gibt viele Menschen, die schlimme Dinge in ihrer Kindheit erlebt haben und dennoch nicht brutal sind, wenn sie älter werden. Weißt du? Ja, ja. Und ihr seid ein junges Ehepaar. Ja. Und das heißt, da kommen ja vielleicht auch mal Kinder. Das habe ich ja auch schon gesagt. So, ja. Und spätestens dann muss dieses Problem aber vollkommen im Griff sein. Ja, das habe ich hier auch gesagt. Und da meinte sie, jetzt sind noch keine da. Ich so, du kannst mir doch nicht erzählen, wenn welche da sind. Wären, ja, dass du dann anders reagierst. Siehst du, sie spielt doch schon ein bisschen auf Zeit, wenn sie so argumentiert, ja, jetzt sind ja noch keine da, jetzt kann ich das ja machen, mit dir kann ich es ja machen, heißt das. Also ich würde an der Stelle wirklich da ein bisschen härtere Bandagen aufziehen und wirklich unter Umständen auch die Beziehung zur Disposition stellen. Nach dem Motto, wenn du dich jetzt nicht wirklich anstrengst und wenn diese Therapie nichts nutzt, dann geh in eine andere Therapie. Aber ich will mit so einer Frau nicht leben, die sowas macht. So ungefähr habe ich es auch ausgedrückt. Mhm. Ne, zwar jetzt nicht so ins Detail, ja, nur dann bekam ich von ihr zu hören, dass ihr Umfeld auch ein bisschen sich auf ihr, wie soll ich das ausdrücken, dass wir uns praktisch auf sie einstellen müssten. Ne? Also, dass ich zum Beispiel auch netter sein sollte, ja, zum Beispiel, und das bekomme ich dann zu hören. Ja, nee, nix da. Keine Diskussion, kein Handeln. Sie muss erstmal ihre Brutalität abschalten. So, da musst du erstmal gar nichts machen. Du bist ja diesbezüglich gar nicht, du bist ja nicht brutal. So, sie muss das erstmal machen und dann kann man sich über andere Dinge unterhalten, wer netter ist und wer nicht netter ist. Gibst du mir die Jeanette nochmal, Tobias? Aber sicher auch, ich muss nach dem Wohnzimmer, ich bin gerade im Schlafzimmer. Ich wünsche dir alles Gute und halt das mal ein bisschen, mach das mal ein bisschen härter alles. Ja, muss ich irgendwie tun. Kriege ich auch ein Autogramm? Geht das irgendwie? Okay, dann rufen wir dich gleich nochmal an, oder euch gleich nochmal an wegen der Adresse. Ja, okay, danke erstmal. Ich gebe dann Jeanette. Tschüss. Ja. Also Jeanette, ich weiß nicht, ob du mitgehört hast gerade. Ja, ich habe den Rest mitgekriegt. Ja. Am Anfang nicht so, aber jetzt gerade, ja, habe ich mitbekommen. Also ich habe ihm, ich sag's dir auch nochmal direkt dir, ich habe zu ihm gesagt, ich könnte mit so einer Frau nicht zusammen sein, wie du es bist. Mit so einem, auch nicht. Mit so einem Menschen, das ging nicht. Und ich finde, es ist wirklich an dir, alles Mögliche zu unternehmen, dass du dich veränderst. Und wenn du den Eindruck hast, dass diese Therapie nicht die richtige ist oder dass das nicht richtig vorangeht, dann kümmere dich verdammt nochmal um eine andere. Das ist kein Weg, den du da gehst. Und Stichwort Kinder, ihr seid jung verheiratet, es könnten Kinder kommen, dann darf das nicht so sein, was da zwischen euch passiert im Moment. Das weiß ich auch. Also ich habe auch gesagt, also ich mit mir selber könnte ich auch nicht zusammenleben und ich tue es mir auch mit mir selber sehr schwer. Also das merke ich auch. Hat, Ich verstehe das selber nicht, warum ich so bin und ich erkenne mich da auch wirklich nicht wieder. Und ich will das auch nicht und ich tue wirklich alles. Tu noch mehr.
tu noch mehr. Tu es für dich und tu es für eure Beziehung. Okay. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Daniela, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Daniela. Hallo. Auch eine brutale Frau? Ja, ich war es eher gesagt. Du warst es? Ja. Das ist ja eine Sendung der Bekennerinnen heute hier bei uns. Das ist ja Wahnsinn. Hätte ich gar nicht gedacht, dass so viele anrufen und sagen, ja, ich bin's. Aber du warst es. Erzähl mal, was war? Ja, ich wurde früher in meiner Schule gehänselt, selber geschlagen in der Schule. Und so, wo ich 13 war, dann habe ich das erste Mal zurückgeschlagen, weil das war schon eine Sache, die ich dann nicht mehr dulden konnte. So. Und hast du Mädchen zurückgeschlagen oder auch Jungs? Beides. Beides. Mhm. Warst du schon entsprechend stabil gebaut? Dass du, weniger. Weniger? Ja, ich habe viel Sport gemacht. Ja? Ja, und ja, dann ging es eine Zeit, ich bin nervös. Ach, red einfach mal drauf los. Also mit 13 fing das an, dass du angefangen hast, dich zu wehren. Ja. Und wurde es immer doller dann? Ja, bis zu schweren Körperverletzung und soweit auch, dass ich von der Schule geflogen bin. Was heißt schwere Körperverletzung? Was hast du angerichtet? Es war eine Freizeit und ja, meine ehemalige Klassenkameradin saß im Kindergarten da und ja, habe ich sie provoziert und dann habe ich hinterher mit Inliner auf sie eingetreten. Wie schwer war sie verletzt? Sie hatte irgendwie eine Prellung, Bauchhöhlenprellung und leichte Gehirnerschütterung. Und musste ins Krankenhaus? Ja. War das das Schlimmste, was du gemacht hast? Nee. Nee, was war denn noch schlimmer? In der Schwangerschaft. In welcher Schwangerschaft? Von meinem Sohn. Da hast du etwas gemacht? Ja, dann bin ich vorher hier in Mutter-Kind-Heim gezogen, weil ich schwanger wurde. Wie alt warst du da? 17. 17, ne? Und was ist da passiert? Und ich wurde provoziert. Was heißt provoziert? Wir sind zusammen weggegangen, die Person und ich. Und sie hat mich die ganze Zeit hochgezogen und... Eine Frau? Ja. Und ja, dann waren wir wieder hier und dann irgendwie hat's Klick gemacht und ich habe dann auf sie eingeschlagen. Also ihr habt irgendwie eine Streiterei gehabt, wegen Kleinigkeiten. Ja, und die war ein bisschen mehr verletzt gewesen, so. Ja. Was heißt denn ein bisschen mehr verletzt? Was genau hast du gemacht mit ihr? Ich habe ihr Kopf genommen und die ganze Zeit vom Geländer so geklatscht, auf sie eingetreten, mit dem Knie. Obwohl du schwanger warst selbst? Ja. Im wievielten Monat? Im vierten. Im vierten Monat. Ja. Hat sie sich gewehrt? Ja, wir sind beide so, hat Klick gemacht bei uns beiden dann. Also sie hat sich auch gewehrt, aber du warst ihr überlegen. Ja, es kamen auch welche Erzieher und so und dann haben uns auseinander versucht zu halten. Aber du hast dann schon sehr heftig was getan, ne? Wenn du mit dem Kopf auf das Gelände eingeschlagen hast mit ihr. Ja. Du hast also ihren Kopf genommen und auf das Gelände geschlagen. Ja. Welche Verletzung hatte sie? Das weiß ich nicht so genau. So, wir haben uns danach zwar drunter unterhalten. Ist sie ins Krankenhaus gekommen? Nee, weil sie war angetrunken so und sie ist erstmal zur Ausnüchterungszelle gekommen und sollte am nächsten Tag dann wieder zum Arzt gehen, aber wenn es nicht besser geworden ist, ist aber nichts mehr so Schlimmeres gewesen, dass irgendwie zwei blaue Flecke und so. Du bist heute 19 Jahre alt. Ja. Kannst du sagen, so im Alter von 16 bis heute, wie oft du in dieser Art ausgerastet bist, also so brutal? Dreimal. Ja, und ich dachte jetzt mehr. Nee, seit mein Kind da ist nicht mehr, weil ich kriege Aggressionsabbautraining, dass ich meine Aggression abbauen kann. Weil aber ich dachte vorher, so ab 13 war es doch bestimmt öfter. Ja. Da war es oft, ne? So habe ich es gerade verstanden. Ja. Und seitdem das Kind da ist, war es dreimal erst, oder wie? Nein, seit das Kind da ist, gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Ist jetzt erst ein Jahr. Wer hat das in die Wege geleitet, dass du ein wie heißt es, Aggressionsabbautraining bekommst? Die Erzieher hier in diesem Mutter-Kind-Heim. Das heißt, die haben die Gefahr erkannt, dass ja, du... Ja, weil ich deshalb auch in Psychiatrie war. Quasi eine tickende Zeitbombe bist. Ja. Und jetzt kriege ich zweimal im Monat Gespräche und wie ich das besser abbauen kann, meine Aggression, wenn es wieder so ist. Wie alt ist dein Kind jetzt? Es wird in 10 Tagen ein Jahr. Achso, dann läuft dieses Programm dann auch ein Jahr ungefähr schon. Ja. Bringt das was?
Ja, ich habe seitdem... Das habe ich verstanden. Aber so innerlich hast du den Eindruck, dass... Ich habe andere Sachen jetzt, wo ich mich abreagiere. Wie machst du es denn? Entweder gehe ich dann spazieren einfach mit meinem Kind. Oder ich räume auf. Durch Spazierengehen kann man Wut und Aggression abreagieren? Ich gehe dann schnell spazieren. Ach so, das geht, durch schnelles Gehen. Ja. Und du räumst dann auch schnell auf? Ja, ich höre dann meistens so laut, so schnellere Musik und räume dann alles auf. Sind das so Tricks, die man in diesem Training lernt? Ja. Ah ja. So, die mir beigebracht worden sind. Oder wenn ich sauer auf eine Person bin und es wieder kurz davor ist, dass ich sie statt schlage, einfach nur anschreie. Ist das schon passiert im letzten Jahr? Ja, sogar wo mein Kind da ist. Ja. Also anschreien, das ist dann doch noch angesagt. Heftiges Anschreien? Ja. Dass ich dann mir auch alles wehtut im Hals. Aber du hast das Gefühl, dass das schon wirksam ist, dieses Training, insofern, dass du nicht Angst hast, doch über das Schreien hinaus dann doch nochmal zuzuschlagen. Doch, es ist schon für mich Überwindung, dass ich nicht drauf haue. Das könnte schon passieren, wenn es vielleicht besonders eskalieren würde. Ja. Wie lange wirst du dieses Training noch machen? Bis ich hier ausziehe. Wie lange wird das noch sein? Ein halbes Jahr. Ah ja, ist ja nicht mehr so lange, ne? Nee. Das heißt, da musst du ja dann ganz streng mit dir selbst sein, ob das genutzt hat oder ob du noch weiter irgendwie andere psychologische Hilfe vielleicht in Anspruch nimmst. Ja. Ich bin ja, das ist ja ein Psychologe. Ja gut, aber ob du weitermachst oder ob du zu einem anderen Psychologen gehst? Ja, das besprechen wir alles hier noch. Wie denkst du denn so selbst über dich und deine Verhaltensweisen von früher? Ich finde es nicht so gut, weil ich habe es nur gemacht, so weil ich selber geschlagen wurde. Und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, habe ich nicht mehr dran gedacht, wie ich mich gefühlt habe. Das ist der Punkt. Ne? Daniela, ich glaube, das ist der Punkt. Ich habe es heute Abend schon mehrfach gehört. Ich mache das, weil ich auch geschlagen wurde. Ja, na und? Deswegen macht man es doch selbst nicht auch. Ja, aber du hast was, wie ich mich gefühlt habe, wo ich... Genau. Ich glaube, das Allerbeste ist, wenn man sich dann vor Augen hält, wie habe ich mich damals gefühlt? Wie ging es mir? Aber das ist ja das Problem, wenn man wieder so ist, dann erinnert man sich nicht so daran. Das fällt einem wirklich nachhinein ein. Ist das für dich so, wenn du wenn so etwas geschehen ist, dass das wie so, als würdest du den Verstand verlieren für eine Weile, dass du völlig von Sinnen bist? Ich merke dann nichts. Ich merke dann auch keinen Schmerz in der Zeit, wenn ich drauf haue. So. Du hast, da du jetzt ein Kind hast, gibt es auch einen Erzeuger für das Kind. Ja. Warst du mit diesem Jungen auch etwas näher und länger zusammen? Wir sind immer noch zusammen. Ihr seid immer noch? Wir haben uns mit 15 ungefähr kennengelernt. Ach, und wie hast du dich früher, bevor das Kind auf die Welt kam, mit dem Jungen verstanden? Gab es da auch schon mal Randale? Ja, zweimal. Das heißt, da hast du auch auf ihn eingedroschen? Nicht direkt eingedroschen. Ich habe ihm gezeigt, so dass er das nicht mit mir machen kann, so dass ich mir das nicht einmachen lasse. So. Ich habe dann einfach nur Backpfeife oder so gegeben. Aber er hatte dich vorher nicht geschlagen? Nein. Und dennoch hast du ihn geschlagen? Ja. Weil er irgendetwas gemacht hat, was dir nicht gefallen hat? Ja, so mich so geneckt, so. Wir haben uns Spaß gekebbelt so, und dann hat es mir wehgetan. Und da hast du direkt, patsch, ihm eine geschlagen? Ja. Hast du dich entschuldigt dafür? Ja. Tut es dir leid im Nachhinein? Ja, es tut mir immer noch leid, weil ich ihn liebe und wollte ihn nicht verletzen. Also ihr beide habt aber jetzt so eine Ebene, dass ihr auch ohne Gewalt und ohne Brutalitäten auskommt. Ja. Ja. Er war sowieso so, hat nicht draufgeschlagen oder so, er hat sich mal ferngehalten. Ja, ich glaube, dass diese Frauen, die wir heute gehört haben, froh sein können, dass sie so nette Männer haben und nette Jungs, die sich dann so zurückhalten und letztendlich dann auch euch dann immer wieder eine Chance gegeben haben. Ja. So, Daniela, jetzt hoffe ich, dass dein Training weiter gut wirkt. Ja. Und wenn es nicht wirkt oder wenn du merkst, dass du unsicher bist mit dir selbst, such dir noch eine andere Hilfe danach, nach dem halben Jahr. Ja. Und ich wünsche dir und deiner kleinen und jungen Familie alles Gute. Okay. Auf Wiederhören. Danke, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik Gundel Blondinen. Morgen haben wir eine freie Themennacht. Ich freue mich auf eure Anrufe. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt, morgen. Donnerstag ist Feiertag, da sind wir nicht da, weder im Radio noch im Fernsehen. Ab morgen könnt ihr anrufen ab
0 Uhr und um 1 sind wir hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Gute Nacht, schöne Nacht.